Das Rätsel um eine verschwundene Frau beschäftigt Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert und Kriminalkommissar Max Hagen. Ja. Wir müssen wieder nachher noch vollstrecken. Hallo? Links, 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 super. Entschuldigung, das ist ein Missverständnis. Also das Messer habe ich gefunden. Ich vermisse meine Schwester seit einer Woche. Ja. Ah, okay. Und? Aber wenn Sie mit so einem Messer hier so reinkommen, wissen Sie, dann ist erstmal hier bei uns Alarm angesagt, ne? Ja, ich tut mir leid, also ja. Das habe ich jetzt nicht überlegt. Ich brauche dringend Hilfe, also. Ja, setzen Sie sich einmal hin und jetzt erzählen Sie noch mal langsam. Das Messer war blutig. Wo kommt das Blut her? Das Blut wird wahrscheinlich das von meiner Schwester sein. Seit einer Woche vermisse ich meine Schwester. Wir haben sehr engen Kontakt. Und jetzt der Mann, der hat mich jedes Mal vertröstet. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Und der Mann ist Ihr Mann? Ihr Mann, genau. Und heute hatten wir eine kleine Auseinandersetzung. Er hat wieder verleugnet, dass meine Schwester da ist. Und ich habe mir dann Sorgen gemacht und bin also ums Haus drumherum und habe das Messer dann im Garten gefunden mit dem Blut dran. Und jetzt weiß ich mir keinen besseren Rat mehr. Bei vermissten Personen, die erwachsen sind, ist das schwierig zu sagen, ab wann man eine Vermisstenanzeige aufgeben sollte. Erwachsene sind in der Regel erstmal so, dass sie alleine unterwegs sein dürfen und sich nicht an- und abmelden müssen. Was anderes ist es, wenn natürlich jetzt Faktoren mitspielen wie ein gewalttätiger Ehemann oder ein blutiges Messer. Dann möchten wir natürlich so früh wie möglich Kenntnis davon bekommen. Sehen Sie, ich habe vor 2 Tagen Geburtstag gehabt und wir tauschen uns wirklich ganz, ganz innig aus. Und die würde sowas niemals vergessen. Also, ich kann sie telefonisch nicht erreichen. So eine unzuverlässige Art kenne ich von ihr nicht. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Thorsten Kerber, meine Frau Yvonne. Ich wollte mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Yvonne. Meine Schwägerin erzählt hier, glaube ich, so ein paar Dinge, die nicht ganz wahr sind. Ach, was? Sie hat gerade gesagt, dass ihre Schwester schon seit über einer Woche vermisst ist. Jetzt ist sie ja da. Ach, doch, was heißt denn vermisst? Yvonne, wir haben sich überhaupt nicht gemeldet. Ja, jetzt haben wir auch einen neuen Handyakku gekauft und bei dem schönen Wetter ist man ja auch ein bisschen mal unterwegs. Jetzt drehen Sie sich erstmal ein bisschen ganz. Jetzt mal langsam. Also Sie sind offensichtlich da, aber sie hat vermutet, dass Sie sich mit dem Messer irgendwie verletzt haben. Ach, zum Thema Messer, Yvonne, jetzt kannst du dich auch mal einbringen. Was? Zum Thema Messer. Ich weiß nicht, was die Ihnen erzählt hatte. Irgendwelche Mord- und Totschlaggeschichten. Bitte gucken Sie sich das mal an. Das gucken wir uns gleich in Ruhe an. Jetzt möchte ich erst, würde ich sagen, was meinst du? Wir gehen einmal hoch und lösen das hier etwas auf. Ja. Wollen wir einmal hochgehen? Kannst du mitkommen und dann... Wir würden uns gerne mit Ihnen unterhalten. Die Ermittler müssen in Erwägung ziehen, dass die Frau Opfer häuslicher Gewalt wurde. Daher befragen sie die mutmaßliche Geschädigte allein. So, also das ist ja ein Schreck in der Morgenstund. Ja, es ist nichts passiert. Nichts passiert? Nein. Aber ein bisschen komisch ist schon, dass die Schwester auf einmal hier mit dem Messer aufläuft und sagt, dass sie sich verletzt haben vielleicht oder was immer passiert ist. Ja, ich habe mich vor ein paar Tagen verletzt mit dem Messer. Ja. Ich weiß nicht, ob das Messer war. Sie haben sich selbst verletzt oder? Ja, beim Unkraut jeden. Also es war ein Unfall? Ja. Okay. Sie können es gern sehen hier. Das sieht aber tief aus. Ja, das tat auch sehr weh. Ist aber schon ein bisschen älter auch, ne? Ja, ich war halt so erschrocken und wollte es besorgen. Und dann habe ich das Messer wahrscheinlich liegen lassen. Vielleicht hat sie das gefunden. Super, vielen Dank. Genau, das ist es. Das ist Ihr Messer? Ja. Und wieso haben Sie sich jetzt so lange nicht bei Ihrer Schwester gemeldet? Die hat sich ja jetzt richtig Sorgen gemacht und sagte auch, Geburtstag, sie hatte Geburtstag vor 2 Tagen und normalerweise sind Sie ja wohl da jemand, der da auch ganz herzlich mit umgeht und sie sich meldet. Und das haben Sie jetzt nicht gemacht. Wie kommt das? Ja, ich habe es einfach vergessen. Es war so viel Stress und ich habe es vergessen. Ich habe das Datum vergessen. Also finanzielle Probleme oder was ist los? Kinder machen Schwierigkeiten oder was? Erzählen Sie mal ein bisschen Ihre Situation. Sie müssen uns schon ein bisschen... Da, ja. Aber es ist, mein Mann ist im Moment zu Hause und wir versuchen jetzt, weil er arbeitslos geworden ist, und wir versuchen jetzt halt einfach Dinge zu erledigen, die wir die ganze Zeit liegen lassen haben. Und dadurch ist es jetzt ein bisschen geballt. Der Garten geht wieder los und wir wollen vorankommen mit dem Haus. Und das war einfach ein bisschen viel. Aber mit der Beziehung ist alles gut? Ja. Ihr Mann ist ja so ein bisschen so, ne, obendrauf, so habe ich den Eindruck. Kann es sein, dass er sich so ein bisschen rumschubst und rumscheucht? Ja, vielleicht so ein bisschen. Ja, so einen Eindruck macht er auch. Finden Sie das okay? Geht's Ihnen gut? Mir geht's gut, ja. Sicher? Ja. Ja, ich weiß nicht, was dein Eindruck ist. Also mein Gefühl sagt mir gerade was anderes. Obwohl Sie jetzt so ein Gesicht machen, als wenn es Ihnen gut geht, ist dahinter was anderes. Das ist eine Maske. Nein.
es ist alles in Ordnung, außer dass es im Moment ein bisschen stressig ist und vielleicht auch mein Mann ein bisschen schlechter gelaunt ist als normal, aber sonst ist alles gut. Wir haben viele Möglichkeiten, Ihnen zu helfen. Sie müssen nur mit uns reden. Das ist sehr lieb von Ihnen, aber es ist ja nichts. Sie können auch gerne mal alleine kommen, ne? Oder sich melden auch bei uns. Hey! Wir wollen doch noch einmal draußen warten, bitte. Schön ruhig bleiben. Komm, wir haben es doch eilig. Wie gesagt, es ist im Moment ein bisschen stressig. Also wenn das jetzt alles geklärt ist, würde ich wirklich gerne nach Hause gehen. Sie sind sicher? Ja. Wir können auch Ihren Mann nach Hause schicken und Sie können noch ein bisschen hierbleiben und mit uns reden. Nein, nein, es ist wirklich alles gut. Ich würde gerne meiner Schwester noch das Geschenk geben und dann nach Hause fahren. Wenn Sie meinen, also dann können wir dann auch erstmal nichts weiter für Sie tun, wenn nichts zu tun ist. Wenn wir einzig und allein im Grunde genommen darauf angewiesen sind, dass wir eine Aussage bekommen, weil wir keine Sachbeweise haben, dann können wir Personen, die geschädigt sind, letztendlich natürlich nicht dazu zwingen, uns was zu sagen. Wenn sie das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann können wir so einfühlsam wie möglich versuchen, heranzugehen. Aber wenn da nichts kommt, dann haben wir keine Handgabe, auch weiter aktiv zu werden, so leid uns das dann auch tut. Es tut mir so leid, dass ich dein Geburtstag vergessen habe. Es kommt nicht wieder vor, okay? Dankeschön. Es ist einfach im Moment ein bisschen viel Stress. Ich weiß. Es wird wieder anders. Hm? Du meldest dich? Ja. Ja? Natürlich. Also wirklich, ich kann mich drauf verlassen, ja? Ja. Gott, ist doch auch alles wieder gut. Ivan, komm. Gut. Dann, guten Heimweg. Was hast du denn? Auf Wiedersehen. Wollen wir uns nochmal in Ruhe unterhalten? Ja. Kommen Sie noch mal mit rein. Wir gehen in unsere Büro. Setzen Sie sich. Ziehen Sie sich den Stuhl ein bisschen vor, dann sind wir nicht so weit auseinander. Also das ist total untypisch für meine Schwester. Sowas würde sie jetzt wirklich nicht verschenken. Sie ist sehr, sehr kreativ. Also das ist... Das sieht so ein bisschen lieblos aus. Das ist lieblos. Also das ist... Also wir haben mit Ihrer Schwester gesprochen. Und wir haben auch versucht, einen Zugang zu bekommen und ihr auch Hilfe angeboten. Aber sie wirkte... Eingeschüchtert. Eingeschüchtert, distanziert. Mhm. Als würde sie nicht mit uns reden wollen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, als würde sie uns was sagen wollen. Ja, aber ich habe das Gefühl auch gehabt, wegen dem Mann, weil der dabei ist, dass das auch schwierig ist für sie. Wie ist denn Ihr Kontakt zu Ihrer Schwester? Haben Sie die Möglichkeit, da nochmal mit ihr zu sprechen? Also mir kommt... das Bild habe ich schon. Das kennen Sie. Das kenne ich schon. Das ist, ja. Was ist denn das für ein Bild? Das ist ein Familienbild, aber von uns. Auf dem Foto sind die beiden Frauen zusammen mit ihrer dritten Schwester abgebildet. Die Kommissare inspizieren das Bild genauer. Ist das Blut? Naja, das ist, weiß ich nicht, was Rotes. Das ist so ein bisschen verschmiert. Also sowas aufmachen? Sie doch auch nicht, oder? Das sieht so komisch. Nee, das sieht so auch so total gebraucht oder schon fast verbraucht aus, ne? Mhm. Schauen wir uns das mal an. Aha, Natascha, hilf uns. Sind die noch hier? Schau mal. Das hast du aber gesagt, die ganze Zeit über. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Die fahren gerade vom Hof. Fahren gerade vom Hof? Ja. Komm. Lass uns. Kann ich mitfahren? Nein, das auf keinen Fall. Sie gehen bitte runter. Und gehen runter. Ja. Geben den Kollegen noch mal ihre Personalien. Ja. Und wir hauen dann los. Die Meldeanschrift des Ehepaars wird von Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert über Funk ermittelt. Da die Schwester der Melderin Hilf uns schrieb, schlussfolgern die Beamten, dass nicht nur die soeben befragte Schwester in Gefahr ist. Womöglich ist noch eine weitere Person in großer Not. Das ist der Wagen. Ich parke direkt dahinter, damit genau. Er nicht wegkommt. Richtig, das ist gut. Das passiert uns nicht nochmal. So, Region für 3216, wir sind jetzt vor Ort. Ja, ich komme mit. Lass uns mal klingeln. Ja. Ui, wer sind Sie denn? Wie denn da? Hey, Stefan! Hey. Ganz ruhig, wir sind von der Polizei. Alles gut, alles gut. Wir sind von der Polizei. Wir sind alles von der Kripo. Wir sind von der Polizei. Wir alles sind von der Kriminalpolizei. Machen Sie sich keine Sorgen. Hier, wer sind Sie? Der Kollege Nuss, das ist perfekt. Wie Samira. Ich wurde hier von meinem Schwager gefangen gehalten die ganze Woche. Was? Ihr Schwager? Ja. Wieso das denn? Seine Frau wollte sich von ihm trennen. Seine Frau wollte sich trennen und hat sie dann festgehalten? Das macht doch keinen Sinn. Ja, ich habe ihr geholfen und habe gesagt, dass ich halt ihr helfe, wenn sie sich trennen will.
Ach so. Und ja. Dann hat er Sie eingesperrt oder was? Genau, im Waschkeller. Und Sie sind jetzt die Schwester von der Frau? Ja. Ist denn Ihre Schwester auch hier? Haben Sie die gesehen? Ich weiß es nicht. Es war ganz Zeit ruhig im Haus und dann habe ich halt gedacht, ich kann. Ja. Und Ihr Schwager? Hat er Ihnen noch was angetan? Nein, ich war nur gefesselt. Ist die Schwager auch 3216 hört Egon, wir brauchen einmal Verstärkung. Es scheint hier doch was Ärgeres im zugrunde zu liegen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch unterstützende Kräfte. Und eventuell auch ein RTW. Priorität hat jetzt, die Schwester der Frau vor ihrem gewalttätigen Ehemann zu schützen. Da Gefahr im Verzug ist, verschaffen sich die Kriminalisten Zugang zu dem Haus. Im Inneren spielt sich bereits ein entsetzliches Verbrechen ab. Headset, super. Schlüsseldienst. Super. Pass mal auf eigene Sicherung. Wer weiß, was hier los ist. Ja. Sauber. Hier auch. Hier sieht's ja schlimm aus. Ach, wie sieht's denn da aus? Ja. Ich geh mal vor. Scheint keiner zu sein. Guck mal, da ist noch mehr Blut. Das hat aber ordentlich geblutet. Guck mal hier die ganzen. Ich höre was. Das kommt von vorne. Das kommt von vorne. Was ist hier denn los? Achso, es ist nur die Schwester. Ja, okay. Ihre Schwester. Das ist Ihre Schwester, die Dame. Die Waffe nehmen wir uns über Wache. Ja, ja. Tut mir leid, ich habe es zu Hause nicht ausgehalten. Es geht schließlich um meine Familie. Die eine Situation hat sich dann gerade geklärt. Da kam die Schwester ja hinzu und die war verantwortlich für die Schreie. Dann hatten wir den nächsten Schrei vernommen und der kam wohl aus Richtung Haus. Also sind wir dann sofort wieder ins Haus zurückmarschiert. Ja. Wo kam das her? Im Garten? Im Garten. Da vorne ist einer. Scheiße. Hey, hey, lassen Sie die Frau in Ruhe! Häusliche Gewalt ist wirklich schichtenübergreifend. Das kommt in besten Familien vor. Das ist nicht abhängig vom Einkommen oder von der sozialen Stellung. Und Frauen, die hier Opfer von solchen Straftaten werden, sollten sich nicht schämen, hier auch Anzeige zu erstatten und Schlimmeres abzuwehren. Weil eigentlich liegt die Schande im Grunde genommen auf dem Ehemann, der hier sich nicht anders zu helfen weiß und hier praktisch den Schwächeren zur Strecke bringen will. Um Gottes Willen! Er wollte mich umbringen! Was? Warum? Ich sollte ihm das Haus überschreiben. Das kann ich doch nicht machen. Sie wollten, dass Sie ihm das Haus überschreiben? Ja. Gehört Ihnen das Haus alleine? Ja. Ich hab gewusst, dass da was nicht in Ordnung ist. Warum hast du mir nicht vorher irgendwas gesagt? Ist es das hier? Ich hab dich gehabt. Setzen Sie sich hin. Ist es das hier, was Sie unterschreiben sollten? Mein Gott, ich hab's immer geahnt. Warum hast du nicht früher was gesagt? Hatte Samira. Und er hat gesagt, er bringt dich um. Seit wann warst du denn hier? Warum hast du nicht vorher angerufen und Bescheid gegeben? Wir wollten dich doch überraschen zum Geburtstag. Ach Gott, ihr seid so unvernünftig. Unglaublich. Komm, du wolltest mein ganzes Leben zerstören! Was soll das denn jetzt heißen? Daneben. Ich hab's immer geahnt. Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert stellt das Dokument sicher. Die Polizisten ermitteln, wo die beiden Schwestern unter unzumutbaren Bedingungen eine Woche lang festgehalten wurden. Vom Täter verlangen sie eine Erklärung. Das ist ja keine gute Sache, was sie hier für Nummer abgezogen haben. Ja, ne? Oder? Was meinen Sie dazu? Wollen Sie jetzt gleich ein bisschen was dazu sagen oder brauchen Sie noch ein bisschen Zeit zum Überlegen? Eigentlich brauche ich überhaupt keine Zeit zu überlegen. Ich habe eine beschissene Situation. Meine Frau will sich von mir trennen. Ich werde vor nichts dastehen. Ja, und das ist doch kein... Quasi nur ausgenutzt hat sie mich. Sie hat sie ausgenutzt. Und deswegen wird sie ertränkt zur Not und falls sie das nicht unterschreibt. Sie wird nicht ertränkt. Ich wollte einfach ein bisschen nachhelfen, dass sie diesen Scheiß da unterschreibt. Dass sie wenigstens auch ein bisschen was davon hat, wenn sie sich schon von mir trennen will.
Die schwerwiegendsten Straftatbestände, die wir jetzt hier schon aufgezählt haben, sind die zweifache Freiheitsberaubung über eine Woche. Wir haben die gefährliche Körperverletzung, als er seine Frau mit dem Messer angegriffen hat. Wir haben die Nötigung bzw. Erpressung, dieses Vertragsdokument zu unterschreiben. Wir haben das Untertunken in den Wasserbottich, wo ich persönlich von einem versuchten Tötungsdelikt ausgehe. Da kommt einiges zusammen. Ja. Könnt ihr irgendwie Gewahrsam und ihr kommt danach? Könnt ihr, wenn ihr schon zuerst da seid, dann bringt ihn gleich mal zum ED-Dienst, dass sie ihn schon mal erkennungswürdig behandeln. Der Mann muss mit mindestens 10 Jahren Haft rechnen. Seine Ehefrau reicht die Scheidung ein und zieht zunächst zu ihrer Schwester. Dort erholt sie sich vollständig von dem Erlebten. Ebenso wie ihre zweite Schwester, die von dem Täter gefangen gehalten wurde.